So, und da sind wir wieder zurück. Mögen kleine, fette, weiße Maden aus euren Augenhöhlen kriechen und euer Gesicht verzehren. Tja, in diesem Sinne, ein weiterer Versuch durch die Nacht mit Herrn Lucius. Und ich muss natürlich erstmal wieder reinkommen, erstmal wieder gucken, was zu machen ist. Nager können mich nicht leiden, ich wüte in ihren Eingeweiden. Stimmt ja, die Sache mit dem Rattengift. Und die Mutti darf uns nicht erwischen. Mama darf uns nicht sehen. Sonst müssen wir sie töten. Nein, wo müssten wir rein? Mist, ich weiß es nicht mehr. Okay, hier. Ach, stimmt, hier war der Wandschrank. Stimmt, stimmt, stimmt. Schnell zumachen. Bevor die Olle kommt. Und jetzt lauschen. Ich höre ihre Schritte. Vielleicht ein letztes Mal. Eine Tür öffnet sich. Psst, nicht sagen. Sie darf uns nicht erwischen. Mama. Mama. Bist du noch da? Dein kleiner Sohn ist unruhig. Okay, Mutti ist pennen. Pennen nicht, die läuft hier noch rum. Das heißt, wir müssen uns hier vorsichtig durchschleichen. Und das war irgendwie der einzige Weg, den wir laufen konnten. Ich erinnere mich. Und es gab beim Durchsehen der Folge eine Sache, die ich noch gerne probieren würde. Wie gesagt, ich schreibe ja mal Folgentexte, da kann man sich das alles nochmal angucken, auch aus Zuschauerperspektive. Und jetzt frage ich mich, wie weit geht die Telekinese? Und wie kommen wir da am besten ran? Das weiß ich nämlich noch nicht. Der Typ steht da und raucht am Fenster. Und da ist die Lampe, die man jetzt von hier aus überhaupt nicht sieht. Die spendet ja Licht. Kann ich die schon von hier aus? Nein, kann ich nicht. Ich hoffe, er sieht uns nicht. So. Da geht er also dahin. Hier ist niemand. Niemand außer dir. Und deiner Strafe. Okay, ich hoffe, wir können jetzt durchgehen. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Alter, wieso geht die Tür nicht auf? Tür, geh auf! Wieso geht denn die Tür nicht auf? Ach so, ach Mann, das ist mal ein bisschen ätzend. Da muss ich jetzt von der Telekinese wegschalten. So, jetzt sind wir hier im Billardraum. Ich hoffe, der sieht uns jetzt hier auch nicht und hier ist sonst niemand. Okay, nur mal gucken, ob da jemand ist. Und ich hoffe, der wird draußen noch sehr lange stehen und sehr lange rauchen. Wie kam man da nochmal hin? Verdammt! Ich habe schon wieder eine Woche nicht gespielt, natürlich. Man merkt es ein bisschen, aber das Morden liegt mir einfach. So, der Opa ist hinfort. Rattengift. Hoffentlich geschieht da kein Unglück. Ich habe eine Tür gehört. Okay, wir können jetzt hier rein und nach oben. Mit dem Rattengift müssen wir für die fette Haushälterin irgendwas vergiften. Ich weiß nur nicht genau was und ich weiß auch nicht genau wie. Hier ist natürlich zu. Scheiße. Und ich höre schon wieder eine Tür irgendwo im Hintergrund.
Diese Türen. Da kommen wir auch nicht rein. Scheiße, wo kommen wir denn überhaupt rein? Oder müssen wir wieder zurück? Hier ist niemand. Ich schau mal ganz kurz. Warte. Die Karte sagt uns natürlich gar nichts. Rattengift. Das naheliegendste wäre ja eigentlich die Küche. Kommen wir da wieder raus? Der Typ steht immer noch da und raucht und beachtet uns nicht. Okay, wir schleichen uns raus. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Natürlich hört man so einen kleinen Jungen auch nicht durch die Nacht tapsen. Nein, das hört man nicht. Jemand kann dich sehen. Aber wer und wie? Ich stehe doch hier mitten im Busch. Ach, vielleicht weil der jetzt auf den Hof guckt. Scheiße, können wir den irgendwie ablenken? Oder muss ich da drinnen bleiben? Jemand kann dich sehen. Wenn ich hinter ihm bleibe. Huch! Hä? Hä? Was? Ich habe gerade auf die 2 gedrückt und plötzlich ist es wieder Tag. Was? Hä? Agnes. Mit diesem Rattengift werde ich ihr beibringen, was passiert, wenn man eine der Todsünden begeht. Vater wird erfreut sein. Also wir haben das Rattengift noch dabei. Ich habe auf die 2 gedrückt und war plötzlich wieder hier. Das ist höchst merkwürdig. Wir haben das Rattengift aber noch im Inventar. Okay. Jetzt können wir wieder fröhlich durch die Gegend laufen. Dann gehe ich doch jetzt... Das ist ja ganz sehr suspekt hier. Hallo Mutter. Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Ein kleiner Schubs. Ein kleiner Schubs nur. So, Schnauze! Weißt du, ich habe heute draußen sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Quatscht mich nicht alle voll. Sonst muss ich euch die Zungen herausschneiden und ein Springseil daraus knüpfen. Es wird glitschig und schlabbrig sein, aber mich immer wieder an eure Lügen erinnern. So, das hat sie gerade geholt. Korb voller Brot. Objekt wurde korrekt verwendet. Für die richtige Würze. Huch. Huch. Mit den fetten Griffeln. Das Mastschwein frisst am Trog. Schiebt sich gierig die Brötchen in den Hals. Der Fettberg ist tot. Verfüttert sie an die Schweine. High Five und Jedi, du hast eine neue Fähigkeit erhalten, Gedankenkontrolle. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus.
Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen. Keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Ach, Papa ist wieder zu Besuch. Heute ist wieder Vatertag. Da freut sich die kleine Luzi. Ah, mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folge meinen Anweisungen. Aha, wir sind Sozialkundelehrer geworden. Huch! Ein Dummy. Gedankenkontrolle mit 3. Oh, sehr gut. Hallo, Dummy. Das ist mein Junge. Du musst zuerst deine Stärke wieder erlangen, okay. Innerhalb der abgedunkelten Umgebung um sie herum kannst du... Was? Lasse sie Objekte benutzen, indem du das Objekt anklickst, während sie unter deinem Einfluss stehen. Ich sehe das Objekt gar nicht. Ah, weil sein Wasserkopf im Weg ist. Muss es also sehr schnell gehen. Deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Ja, Papa, das werde ich. Einen fröhlichen Vatertag. Hallo? 24. Dezember 72. Rutschparty. Oh, es schneit am Heiligabend. Das ist der schönste Tag für einen Mord. Das weiß auch Jesus. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha. Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Oh, Aktualisierung im Notizbuch. Alistair, ach, der ist jetzt dran. Anscheinend sind alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer, nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen... etwas für ihn draußen zu erledigen. Ich bin doch ein braver Junge. Ich will immer ein braver Junge sein. Was sagt denn unser Ouija-Brett? Ich habe viele Formen, in der Tat. Wenn ich fest bin, bin ich glatt. Okay, ich kombiniere. Es ist etwas geschehen, was mit dem Wetter zusammenhängt und draußen schneit es. Wenn ich fest bin, bin ich glatt. Das heißt, wir müssen... Eis. Irgendwas mit Eis machen. Wir müssen den Butler mit Eis erledigen. Wahrscheinlich mit Stracciatella.